Dann rufe ich auf den Punkt 13, erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der AfD, Gesetz zur Anpassung des Quorums und so weiter, Drucksache 209135, wird eingebracht vom Kollegen Bernd Vohl, AfD. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Als die schwarz-grüne Landesregierung im Jahr 2015 den Gesetzentwurf zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene vorgelegt hat, hat sie das damals bestehende Problem des zu hohen Abstimmungsquorums im Einleitungstext gut und deutlich beschrieben. Sie sprach von dem Wunsch der Bürger, dass die Mitwirkungsmöglichkeiten bei kommunalen Entscheidungen erleichtert werden müssten. Sie führte an, dass die Regelung über den Bürgerentscheid nicht mehr zeitgemäß sei und dass insbesondere das Abstimmungsquorum in den Großstädten gesenkt werden müsse. So die treffende Problembeschreibung der Landesregierung für ein Gesetz, mit dem sie die degressive Staffelung des Abstimmungsquorums beim Bürgerentscheid in der Hessischen Gemeindeordnung verankert hat. Seitdem beträgt die vorgeschriebene Untergrenze in Gemeinden mit über 100.000 Einwohnern nur noch 15%, in Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern 20%, in den sonstigen Gemeinden 25%. Die Begründung des Gesetzes verdeutlicht noch eindrücklicher, warum diese Reform notwendig war. Ich zitiere: Ein zu hohes Abstimmungsquorum führt indes im Endeffekt nicht nur dazu, dass sich die Stimmenmehrheit nicht durchsetzen kann und das Votum der abstimmenden Bürger somit ignoriert wird, sondern kann auch dazu einleiten, dass die Gegner einer Vorlage die Abstimmung boykottieren. Diese Boykottstrategie schadet dem öffentlichen Diskurs und damit der demokratischen Kultur. Und weiter. Da es in Städten mit großer Einwohnerzahl besonders schwer ist, einen ausreichenden Teil der Bürgerschaft für ein bestimmtes Thema zu mobilisieren, ist es angezeigt, das Zustimmungsquorum beim Bürgerentscheid degressiv zu staffeln. Diese Begründung war damals wie heute zutreffend. Leider, meine Damen und Herren, wurde aber vor 7 Jahren, als das Abstimmungsquorum in Absatz 6 § 8b der Hessischen Gemeindeordnung gestaffelt und gesenkt wurde, einfach ein Abstimmungsquorum in der HGO übersehen, nämlich das Abwahlquorum für Bürgermeister. Dass dieses in § 76 Absatz 4 versteckte Quorum bei der notwendigen Reform damals schlicht durchrutschte, vergessen wurde, man kann es niemandem zum Vorwurf machen, denn niemand, meine Damen und Herren, niemand hätte sich damals vorstellen können, dass wenige Jahre später der Oberbürgermeister der größten Stadt Hessens dieses unzeitgemäße Quorum missbrauchen würde, um sich an seinen Amtsstuhl zu klammern. Ein Oberbürgermeister, der mit Ausnahme der LINKEN von allen größeren Fraktionen im Stadtparlament, auch von seiner eigenen, der SPD-Fraktion, zum Rücktritt aufgefordert wurde und trotz eigener Beteuerung und eines 1,6 Millionen Euro teuren Abwahlverfahrens möglicherweise bis zum Ende seiner Wahlperiode 2024 im Amt bleiben wird. Ich will in dieser Debatte nicht mehr zu, wie in Bild ihn zitierte, Deutschlands peinlichstem Oberbürgermeister sagen. Wir wissen alle, dass er bald wieder Schlagzeilen machen wird. Und er wird die Presse wieder füllen. Spätestens Mitte nächsten Monats, wenn er sich vor Gericht wegen des Vorwurfs der Vorteilsnahme verantworten muss. Aber, meine Damen und Herren, es geht bei dem vorliegenden Gesetzentwurf auch nicht um den amtierenden Frankfurter Oberbürgermeister, auch wenn er dafür der Auslöser war. Es geht um die Absenkung einer nicht mehr zeitgemäßen Hürde, die, sollte sie jetzt nicht geändert werden, auch in Zukunft ernsthafte Konsequenzen für unser Allgemeinwesen mit sich bringen kann, Herr Felstehausen. Das Beispiel Frankfurt hat uns aufgeweckt. Und wir sollten jetzt wirklich auch diese Konsequenzen daraus ziehen.
Mit großer Verwunderung habe ich diesbezüglich die Äußerungen des Kollegen Frömmrich zur Kenntnis genommen, dass er keinen Änderungsbedarf beim kommunalen Wahlrecht sehe, obwohl Frankfurt eindeutig ein Problem hat. Da frage ich mich schon, wann bei Ihnen die Grenze, Herr Frömmrich, überschritten ist, tätig zu werden. Offenbar reicht es nicht aus, dass beispielsweise die FAZ feststellt, dass wegen des zu hohen Quorums das Risiko groß sei, dass sich die Stadt insgesamt am Ende bis auf die Knochen blamiere und ihr dann quälende Monate des Stillstandes und der Unsicherheit bevorstünden. Wir, die AfD, wir haben diesen Gesetzentwurf eingebracht, damit so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Das müsste eigentlich Motivation genug sein, meine Damen und Herren, um diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Das gilt übrigens auch für die Kollegen von der CDU, für die das Thema nach einem Bericht der FAZ derzeitig nicht auf der Agenda steht. Aber ich denke, auch für Sie wird das Thema immer aktueller, je näher der 6. November rückt. Und dann wird es auf Ihrer Agenda stehen. Das wird so sein, meine Damen und Herren. Wir begrüßen ausdrücklich, dass sich die Fraktion der SPD nach den Worten ihres Vorsitzenden einer konstruktiven Diskussion über das Thema nicht verweigern will. Sehr interessant. Ihren Vorschlag, also den Vorschlag der SPD, im Gegenzug zur Quorensenkung für die Wahl der Bürgermeister eine Mindestwahlbeteiligung einzuführen, das kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Während unser Gesetzentwurf lediglich eine Anpassung an die bestehende Systematik bei den Regeln für Bürgerentscheiden vorsieht, will die SPD ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Wir können gerne darüber diskutieren, und wir können viel diskutieren, auch darüber, das Quorum ganz abzuschaffen. Aber das sollte dann in den Ausschüssen geschehen. Besonders freut es mich, dass die Kollegen von der FDP einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt haben. Ich frage mich nur, warum sie dazu einen Antrag eingebracht hat, der die Landesregierung auffordert, dies entsprechend zu regeln. Nach meinem Verständnis ist dies einzig und allein Aufgabe des Parlaments. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Vohl. Für die Fraktion der LINKEN erteile ich Herrn Felstehausen das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren der demokratischen Fraktionen hier in diesem Haus! Natürlich müssen wir, wie es mal hieß, mehr Demokratie wagen. Und natürlich müssen wir intensiv darüber diskutieren, wie demokratische Prozesse sich verändern und wie wir als Gesetzgeber damit umgehen. Aber das beginnt doch bitte schön nicht, diese Diskussion, bei der Diskussion um die Abwahl eines Bürgermeisters. Da zäumen wir das Pferd doch von der völlig verkehrten Seite auf. Gerne diskutieren wir mit allen demokratischen Fraktionen darüber, ob die Absenkung der Quoren bei Volksbegehren oder Volksentscheiden sinnvoll ist oder wie demokratische Strukturen in der Zivilgesellschaft gestärkt werden können oder wie wir ein echtes Transparenzgesetz hinbekommen, dass es Recht auf Information gibt, um das Handeln der Regierung für die Bürgerinnen und Bürger verständlicher und kontrollierbarer zu machen. Alles Sachen, über die man reden kann und über die man auch reden muss. Aber dieser Antrag, meine Damen und Herren, dieser Antrag von der AfD, ich erinnere mich, und ich möchte dich in Erinnerung rufen, Ihren Antrag, den Antrag des Verdachtsfalls AfD zum Volksbegehren Verkehrswende. Dort haben Sie Ihre antidemokratische Grundhaltung doch sehr offengelegt, indem Sie demokratische Beteiligungsformen verächtlich gemacht haben, indem Sie darüber hergezogen haben, dass Menschen demokratische Rechte wahrnehmen. Und daher, meine Damen und Herren, und das wird mein letzter Satz sein, dann können Sie wieder brüllen,
Von daher ist die AfD nun wirklich der denkbar ungeeignetste Partner in einer Diskussion über die Veränderung demokratischer Prozesse in unserem Land. Sie haben sich disqualifiziert für diese Diskussion. Vielen Dank. Danke, Herr Felstehausen. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bauer zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In Hessens größter Stadt amtiert ein Oberbürgermeister, der es zu bundesweiter Bekanntheit gebracht hat, zu unrühmlicher Bekanntheit. Nachdem Peter Feldmann die Abwahl durch die Frankfurter Stadtverordneten nicht annahm, haben nun die Bürgerinnen und Bürger das letzte Wort in der Mainmetropole. Am 6. November soll bekanntlich ein Bürgerentscheid stattfinden. Viele befürchten, dass angesichts der schon bei der Wahl Peter Feldmanns erschreckend niedrigen Wahlbeteiligung das zur Abwahl nötige Quorum verfehlt wird. Das ist, wir haben es ja eben auch gehört, der Hintergrund und der aktuelle Anlass dieses Gesetzentwurfs der AfD. Und in etwa in die gleiche Richtung geht auch der Antrag der Kollegen von den Liberalen. Meine Damen und Herren, es wäre sehr bedauerlich, wenn das Treiben des besagten Oberbürgermeisters, der sich vor Gericht auch wegen des Verdachts der Vorteilsnahme zu verantworten hat, und dem Ansehen seines hohen Amtes mit unsäglichen Auftritten in Serie großen Schaden zugefügt hat, ohne Konsequenzen bliebe. Aber jetzt, meine Damen und Herren, eine Lex Feldmann zu verabschieden, wäre unverhältnismäßig. Wir würden damit Herrn Feldmann dann so wichtig nehmen, wie er selbst glaubt, dass er es sei. Es ist ja nicht so, dass in Hessen sich als ungeeignet erweisende Bürgermeister nicht vorzeitig ihr Amt verlieren könnten. In der Hessischen Gemeindeordnung haben wir die Möglichkeit eines gesichtswahrenden freiwilligen Abgangs vorgesehen, wenn der Betroffene eine mit Zweidrittelmehrheit des Parlaments erfolgte Abwahl akzeptiert, dann kann er gehen. Der Frankfurter Oberbürgermeister hat dies nicht genutzt und seinem Ansehen damit weiteren Schaden zugefügt. Danach haben dann die Bürgerinnen zu entscheiden, das wird in Frankfurt passieren. Aber Frankfurt ist nicht überall, denn es gab ja bereits schon 21 solcher Abwahlverfahren, die wir bisher in Hessen hatten. Und in 18 Fällen führte es dann auch zum Ausscheiden des Amtsträgers. Mit Hanau war übrigens auch eine große Stadt dabei. Soweit ist alles gut geregelt und doch eigentlich auch in Ordnung. Was ist denn aber das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist offensichtlich die sehr niedrige Wahlbeteiligung in Großstädten. AfD und FDP wollen ja nicht grundsätzlich die Hürden für Abwahlen senken. In den größeren Städten soll es künftig einfacher sein, nur in den großen Städten soll es künftig einfacher sein. Darum geht es hier. Und damit stellen Sie meiner Meinung nach den Großstädterinnen und Großstädtern ein Armutszeugnis aus. Nach dem Motto, ihr seid schon zu schwer zu motivieren, überhaupt zur Wahl zu gehen, da wollen wir es euch mit der Abwahl wenigstens ein bisschen einfacher machen. Meine Damen und Herren, haben Sie sich denn schon mit der katastrophalen Wahlbeteiligung von unter 30% bei Oberbürgermeistern schon abgefunden? Wir dürfen das nicht, meine Damen und Herren. Wir wollen das nicht. Wir wollen uns damit nicht abfinden. Und es darf deshalb auch kein Entgegenkommen, eine Belohnung für Desinteresse geben, meine Damen und Herren. Kollege Rudolph ist da wenigstens konsequent von der SPD. Er hat nämlich auch gefordert, wenn man das Quorum für die Abwahl schon senkt, dann müsste man wahrscheinlich auch ein Quorum für die Wahlen selbst einführen. Der Gedanke ist ja nicht fern. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können doch nicht allen Ernstes in Form eines Gesetzes amtlich machen, dass in den kleineren Gemeinwesen das demokratische Verfahren, das demokratische Prinzip noch funktioniert, in den großen Gemeinwesen aber nicht mehr so richtig. Das wäre im Übrigen auch ungerecht gegenüber den größeren Gemeinden, denn die hätten ja wiederum einen Vorteil, denn sie könnten leichter ihr entsprechendes Stadtoberhaupt abwählen. Für sie läge im Vergleich dann die Latte unwesentlich höher und für sie wäre es schwerer, einen schlechten Bürgermeister wieder früher loszuwerden. Und wir sollten es bei aller Empörung über den konkreten Einzelfall noch im Blick haben, dass es doch nicht zu einfach sein sollte, einen vom Volk legitimierten Amtsinhaber vorzeitig aus dem Amt zu entheben. Wir von der CDU-Fraktion werden diese Vorstellungen von AfD und FDP, die in der Causa Feldmann sowieso zu spät kommt, ablehnen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Bauer. Für die FDP hat sich Herr Dr. H.C. Hahn gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir sind ein bisschen sprachlos als FDP über den positiv ausgedrückt Mut
man könnte es auch anders nennen, der Kollegen der AfD, einfach unseren Antrag abzuschreiben und den in Gesetzesform zu gießen. Man nennt das in der Schule ein Verhalten, das mit einer 6 zu beurteilen ist. Und wenn man dann noch nicht mal sagt, dass man abgeschrieben hat, wenigstens das hätte man ja, Herr Kollege, in der Begründung sagen können, dann zeigt das, wie weit Sie von der Realität auch in diesem Hause leider entfernt sind. Sie wissen, das hat ja der Fraktionsvorsitzende der FDP, René Rock, gemeinsam mit unserem Kollegen Janke Pürsün bei einer Pressekonferenz gesagt. Wir haben bewusst einen Antrag gestellt. Wir haben bewusst dieses nicht in die Form eines Gesetzes, einer Gesetzesinitiative gemacht, weil, das hat eben der Kollege Bauer, dem ich ja nicht immer zustimme, vollkommen zu Recht gesagt, es darf kein Gesetz Lex Feldmann geben. Wir blamieren uns vor uns selber, wenn wir wegen einem Menschen, den ich jetzt in keinster Weise mit Adjektiven versehen will, wenn wir dann ein Gesetz machen. Also wo leben wir denn? Und ich finde, er hat es auch nicht verdient, Herr Peter Feldmann, dass man ein Gesetz macht, wo dann nachher steht, das war die Lex Feldmann gewesen. Deshalb haben wir ganz bewusst politisch gesagt, wie wir das finden, in dem Antrag gegossen. Aber wir haben sehr bewusst kein Gesetz auf den Weg gebracht. Abgesehen davon ist das auch alles viel zu spät. Und das wäre auch schon zu spät gewesen, als wenn wir es vor unser Antrag datiert aus dem 14.06.2022. Nein, habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Denkweise von AfD-Menschen mir immer weniger durchsichtig wird. Also wie Sie auf die Logik jetzt kommen, Herr Kollege Lichert, also ich habe ja das Gefühl, dass ich nicht ganz unintelligent bin, aber das verstehe ich einfach nicht, wie Sie das vorgelegt haben, jetzt, wie die das daraus entwickeln wollen. Aber wieder zurück zum Thema. Ich will mich ja nicht ablenken lassen von eigenartigen Zwischenrufen. Auch hätten wir am 14.06. ein Gesetz eingebracht, hätte das auch mit der Abwahlsituation nichts mehr gebracht. Wir wollen deutlich machen, dass wir uns daran an die Arbeit machen müssen. Das hat ja der Kollege Vöhl auch gesagt. Da bin ich auch vollkommen dabei. Ob denn das Verhältnis zwischen den Zahlen der Menschen, die einer Abwahl zustimmen müssen, immer angemessen ist. Ja, ich lege schon großen Wert darauf, das haben Sie überhaupt nicht erwähnt, dass wir hier einen demokratischen Prozess haben, und zwar einen Prozess der direkten Demokratie. Und dass man den Prozess der direkten Demokratie auch etwas anders beurteilen muss, das hat dann auch etwas mit Quoren zu tun, als den einer indirekten, einer repräsentativen Demokratie. Deshalb haben wir uns überlegt, wie kann man das in ein System hereinbringen, was in sich konsequenter ist. Und da sind wir auf die Frage gestoßen, das entscheidende Kriterium ist ganz offensichtlich die Einwohnerzahl. Die Einwohnerzahl hat etwas mit Mobilisierung zu tun, hat etwas mit Information, also erst einmal Information und dann Mobilisierung zu tun. Sie ist ein objektives Kriterium, und an der sollte man sich, das wird ja die Aufgabe dann in der 21. Legislaturperiode des Landtages sein, wird man sich dann damit auseinandersetzen müssen, wie hoch man das Quorum setzt. Die Behauptung, es hätte nie geklappt in Hessen, hat der Kollege Bauer eben auch schon widerlegt. 21 Verfahren, davon 18 führten zum Erfolg, steht hier in meinem Sprechzettel, also heißt Entfernung des Hauptverwaltungsbeamten aus seinem Amt, aus ihrem Amt. Es gab hier auch eine Dame, die in Hanau, immerhin eine Stadt, die um die 100.000 Einwohner groß ist, durch eine Abwahl aus ihrem Amt gebracht worden ist. Also es funktioniert, aber desto größer die Kommune ist, desto mehr Einwohner die Kommune hat, desto schwieriger ist es natürlich, eine Information und eine Mobilisierung vorzunehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden deshalb in diesem Verfahren gerne bei der Anhörung zuhören und entsprechende Fragen stellen. Aber wir werden nicht es zulassen, dass die alternative Regelung, die sie in ihrem Gesetzentwurf aufgenommen hat, irgendwann einmal hier gesetzt wird. Hier steht nämlich unter D, arabisch zweitens, da zur Wahl eines Bürgermeisters keine Stimmenmindestzahl vorgegeben ist,
und mit der absoluten Zweidrittelmehrheit der Kommunalvertreter bei Einleitung des Verfahrens bereits eine Missbrauchssicherung vorgesehen ist, könnte das Quorum auch ganz gestrichen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Schlag in die Regeln der direkten Demokratie. Ein Schlag in die Regeln der direkten Demokratie. Also, wie Sie auf die Idee kommen, das passt in keinster Weise. Herr Lichert wird Ihnen das erklären. Das hat er bestimmt auch nachvollziehen können. Nicht in Ihre eigene Argumentation herein. Da werden wir strikt dagegen sein. Deshalb lange Rede, kurzer Sinn. Ich will heute nicht zum dritten Mal überziehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, abgeschrieben, schlecht abgeschrieben, in der Begründung, ja, Sie haben die intellektuelle Leistung Ihres Gesetzentwurfs ist, dass Sie aus einem Antrag einen Gesetzentwurf gemacht haben. Aber ansonsten haben Sie den Inhalt vollkommen abgeschrieben. Sie verwechseln die Regelungen der direkten Demokratie mit der repräsentativen Demokratie. Und trotzdem muss es in der nächsten Legislaturperiode der 21. eine Novellierung geben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf da nur empfehlen, dass man diese Regelung nicht als einfach nur das Abwahlgesetzteil macht, sondern in der HGO gibt es einiges zu novellieren. Und da muss man ein Gesamtkunstwerk schaffen. Da wünsche ich gute Verrichtung. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Hahn. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Lambrou, der Fraktionsvorsitzende der AfD, gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, ich habe mich zu einer Kurzintervention gemeldet, um die Vermutung des Kollegen Hahn richtig zu stellen. Es ist so gewesen, dass es eine Anfrage der dpa gab an alle Fraktionen. Daraufhin ist bei uns in der Fraktion die Idee entstanden, sich in der Tat darum zu kümmern, dass so eine Abwahl in Zukunft einfacher erfolgen kann. Wir wissen ja alle gar nicht, ob das in Frankfurt jetzt erfolgreich ist. Viel Spaß, wenn das scheitert. Und dann haben wir den Antrag der FDP gesehen, der anscheinend zeitgleich in Arbeit war. Der war ja auf der Tagesordnung des vergangenen Plenums, wurde da dann aber wieder runtergenommen. Wir haben halt unseren Gesetzentwurf eingereicht. Wir haben auch nicht ganz verstanden, warum Sie da einen Antrag zugemacht haben und nicht einen Gesetzentwurf. Wir wollen es ja regeln. Klar kann man das machen. Unser Weg war der Gesetzentwurf, Ihrer der Antrag. Zeitgleich, hier wurde nicht abgeschrieben. Genauso gut könnte man sagen, wir haben sie bei uns abgeschrieben. Nein, wir hatten einfach zeitgleich dieselbe Idee. Sie haben den Weg des Antrags beschritten, wir den des Gesetzentwurfs. Spannend, lieber Kollege Hahn, wird, ob die Landesregierung unsere gemeinsamen Gedanken in Zukunft aufgreifen, damit Sie nicht zugeben müssen, dass wir hier beide einen guten Punkt haben, dass Regelungsbedarf ist. Vielen Dank. Danke, Herr Lambrou. Herr Hahn verzichtet auf eine Antwort. Dann rufe ich auf für die SPD-Fraktion Frau Hofmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Verschiedene Vorredner haben zu Recht darauf hingewiesen, ich meine die Vorredner bis auf den ersten, dass wir es hier in der Tat mit einem an sich schon bedeutenden Thema zu tun haben, der Frage, inwieweit wir praxistaugliche Regelungen haben im partizipatorischen Verfahren, in direktdemokratischen Verfahren, hier im konkreten Fall zur Abwahl eines Bürgermeisters. Im Konkreten geht es um die Frage der Hürden, in Anführungsstrichen, die in § 46 Absatz 4 HGO verankert sind. Und insofern ist dieses Thema schon sehr bedeutend. Nicht einfach zu regeln oder hier irgendwie mit einfacher Hand sozusagen anzugehen, weil in der Tat, und da will ich anknüpfen, was der Kollege Dr. H.C. Hahn gesagt hat, wir haben, wenn wir uns die HGO und die HKO angucken, einige Regelungen, die in der Tat auf den Prüfstand zu stellen sind, etwa die Frage, inwieweit wir weitere digitale Sitzungstermine ermöglichen können außerhalb der Corona-Pandemie, inwieweit die Mitbestimmungsrechte von Ausländerbeiräten und von Seniorenbeiräten stärker verankert werden können und viele Fragen mehr. Daneben auch diese Frage. Also das heißt, in der Tat, wenn man das seriös macht, muss man in Gänze sich die HGO und HKO aus unserer Sicht anschauen. Erster Punkt. Der zweite Punkt, und da möchte ich an das anknüpfen, was Herr Felstehausen gesagt hat, das Thema ist so gewichtig,
nämlich die Frage der direkten Demokratie, die man umfassend erörtern muss. Dazu gehört das Informationsfreiheitsgesetz. Dazu gehören in Gänze die Quoren bei Volksbegehren und Volksentscheiden. Zuletzt haben wir da sehr intensiv im Rahmen der Enquetekommission zur hessischen Verfassung dies erörtert. Und da komme ich zu dem eigentlichen letzten Punkt. Dass Sie abschreiben, das müssen Sie mit sich selber ausmachen und mit der FDP. Aber ich sage Ihnen deutlich, ich spreche Ihnen die Ernsthaftigkeit bei diesem Thema an. Es geht Ihnen, anders als Sie das dargestellt haben, hier um parteipolitisches Kalkül aus dem laufenden Abfallverfahren gegen den Frankfurter Oberbürgermeister. Es geht Ihnen nicht im Kern um die Sache, sondern Ihnen geht es meistens darum, zu demonstrieren, dass unsere Demokratie, vermeintlich unser System, nicht funktioniert. Und da sage ich Ihnen deutlich, diesen Gefallen tun wir Ihnen nicht. Danke sehr, Frau Hofmann. Also jetzt fühle ich mich doch mal als Frankfurter Bürger aufgerufen, darauf hinzuweisen, dass das mein Oberbürgermeister ist und nicht der SPD. Der ist SPD-Mitglied, aber ist mein Oberbürgermeister. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr Frömmrich gemeldet. Verehrter Herr Präsident, ich will jetzt nicht beurteilen, in welcher Gesellschaft Sie sich hier befinden, aber okay, das kann hier jeder für sich selber entscheiden, mit wem er sich in welcher Gesellschaft befindet und wer seiner ist. Aber das ist eine andere Frage. Wir reden ja hier nicht über das Verhältnis des Präsidenten zu dem Frankfurter Oberbürgermeister. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass dieses Thema viel diffiziler ist, als es hier angelegt hat. Die Kollegin Hofmann, der Kollege Dr. Hahn und auch der Kollege Alexander Bauer haben mal ein bisschen hier die Fallstricke aufgezeigt, die eine solche Debatte hat. Ich will vielleicht daran anknüpfen. Was mir hier ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist, dass, was Sie hier vorschlagen, ist eine einfach gesetzliche Regelung. Das kann man machen. Vielleicht sollte man sich da noch einmal in Erinnerung rufen, dass die Direktwahl von Bürgermeistern und Landräten bei uns Verfassungsrang hat. Artikel 138 der Hessischen Verfassung sieht das vor. 1991 haben die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen, ich glaube mit über 75%, gesagt, dass sie diese Direktwahl von Bürgermeistern und Landräten in die Hessische Verfassung, in der Hessischen Verfassung verankert haben wollen. Also muss sich doch die Frage der Möglichkeit der Abwahl von Bürgermeistern und Landräten auch daran orientieren, dass diese Wahl bei uns Verfassungsrang hat. Das Wahlverfahren muss das, und das Abwahlverfahren erst recht muss das berücksichtigen in der Diskussion. Nun kann man in der Frage der Direktwahl von Bürgermeistern, Landräten oder Oberbürgermeistern sehr unterschiedlicher Auffassung sein. Und ich bin da durchaus offen, auch die Frage mal zu stellen. Man sollte das mal evaluieren, auch in der Frage, wie viele Menschen gehen da eigentlich zur Wahl, wer wählt wen, das Verhältnis vom Parlament und direkt Gewählten. Das sind schon Fragen, die finde ich schon interessant und die finde ich auch, sollte man diskutieren. Losgelöst von einem Einzelfall, sondern insgesamt in der Frage, wie ist das nach über 25 Jahren, wie ist sozusagen die Idee der Verankerung von Direktwahlen in der Verfassung, welche Wirkung hatte es und zu was hat das geführt. Und es gibt ein Problem mit dem Frankfurter Oberbürgermeister. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig. Und die Stichworte brauche ich, glaube ich, hier gar nicht in Erinnerung zu bringen. Also die ganze Lex AWO, die Frage mit sexistischen Äußerungen, die Frage seines Auftritts bei der Feier zum Gewinn der Europa League. Also wenn man das gesehen hat, dann kann ich nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Fremdschämfaktor für diesen Oberbürgermeister ist schon gewaltig. Und deswegen haben wir ein Problem in der Tat mit dem Frankfurter Oberbürgermeister. Die Frage, die sich aber stellt, ist,
müssen wir ein Gesetz ändern, weil wir einen irregeleiteten Frankfurter Oberbürgermeister haben? Muss das dazu führen, dass wir gesetzliche Änderungen vornehmen? Die AfD schlägt nun vor, das Quorum für die Abwahl durch die Bürgerinnen und Bürger zu ändern und die Zustimmungsquoren beim Bürger und an die Zustimmungsquoren beim Bürgerentscheid anzupassen. Also faktisch eine Halbierung des Quorums. Ich frage mich dabei, wenn Sie ein bisschen über die Symmetrie auch unserer Kommunalverfassung reden, ich frage mich, was machen Sie denn eigentlich mit den Landräten? Also in der HKO ist eine gleichlautende Regelung, ich glaube im 49 HKO, wenn ich das richtig sehe, ist eine gleichlautende Regelung wie in der Hessischen Gemeindeordnung. Was machen Sie mit denen? Also die Oberbürgermeister, die wählen wir dann mit 15% in den Großstädten ab und in den Landkreisen lassen wir es bei 30%. Wo ist die Symmetrie? Und welche Gedanken haben Sie sich darüber gemacht? Wahrscheinlich keine, das kann ich mir denken. Aber ich will es einfach mal hier in die Diskussion bringen. Ich finde, der Vorschlag ist nicht zielführend. Ein Oberbürgermeister, der das Wohl und das Ansehen der Stadt im Blick hat, der Schaden von seinem Amt abwenden will, der eine derartige Misstrauenserklärung von der Stadtpolitik bekommt, der sollte den Anstand haben und zurücktreten. Das ist das, was man hier nur sagen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Misstrauensvotum gegen ihn war ja beachtlich. 67 von 93 Parlamentariern im Stadtparlament haben ihm das Misstrauen erklärt. Und das Quorum ist ja auch ein hohes. Also erst einmal muss mindestens die Hälfte der Stadtverordneten diesen Antrag stellen. Dann müssen in einem nächsten Verfahren zwei Drittel der Abgeordneten der Einleitung des Abwahlverfahrens zustimmen. Das sind, finde ich, sehr hohe Hürden. Und eine breite Mehrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat dem Oberbürgermeister das Misstrauen ausgesprochen, inklusive der Fraktion, die ihn getragen hat, der SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann nur sagen, mehr Misstrauen geht gar nicht, und er sollte uns allen einen Gefallen tun und seinen Hut nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer nur das eigene Ego, seine persönlichen Befindlichkeiten im Blick hat, wem das Wohl und das Ansehen der Stadt egal ist, der verhält sich so wie der Frankfurter Oberbürgermeister. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein fehlgeleiteter OB legitimiert nicht eine Gesetzesänderung bei diesem Thema, zumal die Wahl der Oberbürgermeister und der Bürgermeister in der Verfassung verankert ist. Ich kann nur sagen und auch alle dazu aufrufen, dass wir als Demokratinnen und Demokraten mit unseren Gliederungen in der Stadt dafür werben sollen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an diesem Abwahlverfahren beteiligen und dass sie ihm die rote Karte, in der Tat die rote Karte zeigen, und dass sie ihm sagen, dass er als Oberbürgermeister nicht erwünscht ist und dass er dem Wohl und dem Ansehen der Stadt Frankfurt schadet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Frömmrich. Für die Landesregierung spricht nun Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vorneweg will ich sagen, ich spreche natürlich nicht zu aktuellen Anwendungsbeispielen, sondern nur und ausdrücklich zu dem Gesetzentwurf und der Vorlage. Meine Damen und Herren, mir ist aufgefallen, gerade eben bei der Kollegin Hoffmann, dass bei der letzten Debatte, die dieses Haus zu dem Thema geführt hat, das war am 8. Mai 2003, ich habe das noch einmal nachgelesen, dass das Auftreten des Kollegen Rudolph da durchaus kraftvoller war. Da ging es allerdings um die Abwahlanträge gegenüber zwei CDU-Bürgermeisterinnen. Aber das will ich jetzt hier nur mal ganz kurz erwähnt haben. Ich will das deswegen erwähnt haben, weil es eine Debatte war, die vor 19 Jahren geführt wurde, ebenfalls anhand von aktuellen Fällen. Und danach, nach meiner Erinnerung, und ich blicke so weit zurück, in der Debatte habe ich selbst gesprochen, hat das Thema bei keiner der HGO-Novellen, die wir gehabt haben, irgendeine Rolle gespielt, meine Damen und Herren. Es ist nicht gut, anhand von aktuellen Fällen solche Gesetzentwürfe zu diskutieren, meine Damen und Herren. Da bleibe ich dabei, ist meine feste Überzeugung. Meine Damen und Herren,
Die AfD möchte hier das Abwahlquorum von 30% der Wahlberechtigten entsprechend der Bürgerentscheidszustimmungsquoren herabsinken. Meine Damen und Herren, ich will in der Sache kurz dazu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Personalentscheidungen und zwischen inhaltlichen Entscheidungen. Auch das will ich hier kurz angesprochen haben. Und deswegen glaube ich, tun wir nicht gut daran, wenn wir das entsprechend vermischen. Warum es ein Quorum gibt für die Abwahl von Bürgermeistern, Landräten und im Übrigen auch von Beigeordneten, also das ist ja kein Exklusivrecht von Direktgewählten, sondern es ist sozusagen, es dient am Ende auch ein Stück weit der Stabilität, ich sage jetzt mal der staatlichen, hier der kommunalen Organe. Sie sollen nicht der Willkür oder dem Zufall ausgesetzt sein. Natürlich muss es die Möglichkeit geben, wenn jemand direkt gewählt wird, dass er auch abgewählt wird. Aber er muss auch den Schutz genießen, dass das, wie gesagt, nicht eine zufällige und vielleicht gerade populäre Maßnahme ist. Meine Damen und Herren, im Ländervergleich steht Hessen mit dem 30% Abwahlquorum nicht alleine da. Wir sind da im Mittelfeld. Es gibt Staaten, Länder, die in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Der Freistaat Sachsen sieht sogar 50% Abwahlquorum vor. Und es gibt lediglich Sachsen-Anhalt, das mit 20% weniger hat als wir hier bei uns in Hessen. 15% sieht nach meiner Kenntnis kein einziges Bundesland vor. Das könnte etwas damit zu tun haben, dass diese Frage der Stabilität sozusagen eine Rolle spielt, nicht nur in unserer Kommunalverfassung, sondern auch in anderen. Meine Damen und Herren, die Einführung der Direktwahl und damit eben auch die Abwahl des Bürgerentscheids, übrigens interessant nachzulesen, das ist wohl irgendwie nachträglich von Bökel, noch von damals Herbert Günther noch in das Gesetz noch eingeflochten worden, anhand eines Beschlusses, glaube ich, des SPD-Parteitages. Aber das ist, wie gesagt, nur aus den Protokollen der damaligen Debatte jetzt hier nachzulesen. Also die Einführung am 1. Mai 1993, seit der Einführung am 1. Mai 1993, wurden in 21 hessischen Gemeinden Abwahlverfahren initiiert. Keines der Abwahlverfahren, wo die Abwahl Erfolg hat, ist am Quorum gescheitert. Das mag dem einen oder anderen, der jetzt aktuelle Fälle im Blick hat, vielleicht auch Mut machen. Meine Damen und Herren, ich will noch einen letzten Punkt ansprechen. Die AfD unterstellt, dass in Frankfurt am Main in Anbetracht der Wahlbeteiligung bei der letzten Oberbürgermeisterwahl von 30,2% das erforderliche Abwahlquorum von 30% unmöglich erreicht werden könne. Ich will darauf hinweisen. Einmal, es gibt kein Beispiel. Überall da, wo es erfolgreich war, die Abwahl erfolgreich war, ist sie nicht am Quorum gescheitert. Und das Zweite, bei der Kommunalwahl in Frankfurt im März 2021 war die Wahlbeteiligung immerhin bei 45%. Also insofern dürfen wir auch unter diesem Gesichtspunkt die Hoffnung haben, dass sich wenigstens hinreichend Menschen beteiligen, damit wir über die Frage von Quoren nicht diskutieren müssen, sondern nur über die Frage für das Für oder das Wider der Abwahl. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregierung lehnt diesen vorgelegten Gesetzentwurf ab. Aber gleichwohl werden wir uns natürlich der Debatte, wenn es erforderlich ist, in den Ausschüssen usw. so stellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Wir sind am Ende der ersten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss.